Hallo und willkommen bei Factorio. Ja, jetzt muss ich erstmal kurz schauen. Eine neue Aufnahmesession. Was hatten wir denn das letzte Mal? Die Mauer ist ringsrum. Gut, Forschung läuft. Ach ja, genau, da wollten wir auf Batterie gehen, damit wir dann blaue Fläschchen machen können. Gut. So, hier läuft soweit alles noch. Okay. Dann wäre jetzt höchstens schon mal die Überlegung, ob man schon mal anfängt, irgendwas in Richtung blaue Fläschchen zu machen. Da bräuchten wir Stahl auf jeden Fall. Stahl ist so natürlich blöd. Da müssten wir vielleicht dann hier diese Schmelzöfen vorher mal noch. So, was brauchen wir dann noch? Die roten Schaltkreise, also die erweiterten, die Batterien und Smart Inserter. Dann schauen wir mal, was brauchen wir denn für Smart Inserter. Da brauchen wir Fast Inserter und Schaltkreise. Für die Smart Inserter brauchen wir Inserter, Eisen und Schaltkreise. Also wir brauchen schon mal jede Menge Schaltkreise. Dann würde ich mal sagen, machen wir das hier nach oben dann. Machen wir es hier nach oben. Da hätten wir auch Eisenkram. Irgendwie weiß ich noch nicht so ganz, wie ich es jetzt bauen will. Aber muss ja mal einen Anfang finden. So. Dann stellen wir hier mal wieder eine Maschine her. Nee, halt hier. Die uns hier. Nee, die müssen wir mit dem Smart Inserter ausgeben. Das können wir noch nicht, weil uns da das noch zu fehlt. Und das brauchen wir eh, weil wir die auch herstellen müssen. Also können wir jetzt das dann auch als erstes mal noch forschen. So, ich wollte hier mal wieder eine Handvoll Fast Inserter herstellen, die ich dann auch hier reservieren werde. So. Dann können wir danach gleich noch eine Handvoll von den langen herstellen. Und dann werden wir uns hier wieder ein paar auffüllen. Gut. So, der braucht dann noch Strom. Da haben wir bisher auch nur diese Strommasten. Okay, macht ja nichts. Strom hätten wir dann schon mal da. So. Da brauchen wir Kupfer und später weiter oben brauchen wir auch Eisen. Also müssten wir hier auch Eisen nach oben ziehen. Das können wir hier machen, aber da werden wir mit dem Tunnel bauen. Also mit unterirdischen. So, dann bauen wir mal zwei Splitter. Hier können wir schon mal einen, der rausgibt, einen, der reinzieht. Oh, da hatten wir sogar noch, die habe ich gar nicht gesehen. So, dann kommt einer dahin, einer dahin. So.
So. Hier müssen wir noch um die Ecke gehen. Und dann passt das schon mal. Dann brauchen wir da. Da können wir dann noch für eine Maschine Platz lassen. Und brauchen dann eine Maschine, die uns Schaltkreise macht. So, eins, eins, drei, so. Noch ein mehr. Eins, zwei, drei, vier. So. Dann haben wir da nämlich noch Platz dann für einen Strommast dazwischen. Und hier wollen wir haben diese Schaltkreise. Dementsprechend braucht er schon mal. Oh, wir werden angegriffen. Oh, schon erledigt, bevor wir da waren. So, wir brauchen aber dann auch mal. Die könnten wir uns eigentlich auch herstellen. So, das haben wir schon mal. Das ist gut. Dann wollen wir jetzt das haben. So, das können wir mal dahin und dann tun wir die hier uns reservieren, reparieren. Und wenn die da gerne angreifen, dann stellen wir da noch ein weiteres Türmchen dazu. So, Munition rein. Uns auch direkt wieder Munition auffüllen. Gut. Da könnten wir rein theoretisch könnten wir uns hier eine Maschine herstellen. Hier haben wir ja Schaltkreise und auch Zahnräder, wo wir uns dann dementsprechend die herstellen lassen, ja. Da brauchen wir aber erstmal wieder was an Eisen. Holen wir uns mal ordentlich. Kupfer können wir auch gleich wieder noch ein bisschen was mitnehmen. Stahl haben wir noch. Wie sieht es denn hier mit Holz aus? Können wir ein bisschen wieder nachfüllen. Dass wir die Taschen nicht ganz so voll haben. So, und dann bauen wir hier direkt mal 5 Stück drin. Da brauchen wir eh immer wieder. Hier gleich nochmal ein Päckchen mit. So. Kupfer wird jetzt doch ganz schön gut abgegriffen. Hier oben können wir weiterbauen. So, da brauchen wir 3 Kupfer und ein Eisen. Ist jetzt die Frage. Da holt er alles über ein Band. Also hier sollte auf jeden Fall mal ein schneller sein, dass das hier ein bisschen Rambazamba geht. Hier weiß ich noch nicht, ob ich das dann auch. Ich hätte hier ja auch das Eisen hier drauf. Aber wir brauchen das Eisen eh dann, glaube ich, ja nochmal anders. Auf jeden Fall brauchen wir hier schon mal Eisen. So, das können wir uns hier mit einem langen Knickarm schon mal reinholen. So, wo greifen sie denn jetzt an? Hier oben irgendwo. Da haben sie angegriffen. Ich hab's ganz kurz gesehen. So, da ist die Mauer angegriffen. Du hast noch gut Munition, naja, aber
erstmal lang. Da kriegst du auch mal noch einen weiteren dazugestellt. Und auch gut Munition da rein. Dann kriegst du auch mal noch ein bisschen Stärkung. So, und da oben kommt Wasser. Alles klar. Ja, dank Radar kriegen wir langsam so ein bisschen Überblick über die Karte. Auch wenn den Überblick, den wir hier kriegen, nicht unbedingt der schönste ist. Der zeigt doch auch ein paar unschöne rote Stellen. So. Da werden wir uns jetzt die Schaltkreise auf das Band rausgeben lassen. Dann schauen wir hier nochmal rein. Also, da brauchen wir die roten und die Smart Inserter. Genau, da hatten wir geguckt, da brauchen wir die und brauchen die und wir brauchen die. Also, uiuiui. Das wird hier ein ganz schönes Gemenge. Also müssen wir als erstes mal anfangen. Da lassen wir jetzt auch 1, 2, 3, 4 Platz, dass wir da zur Not mal noch eine dazustellen können. Wenn die eine nicht reicht, müssen wir später halt mal noch weiter nach oben gehen. So, hier können wir uns dann herstellen Zahnräder. Das heißt, wir... Wie haben wir denn das hier? Da haben wir immer schnell uns die reinliefern lassen. Können wir aber ja auch machen, weil Kupfer brauchen wir hier oben ja keins mehr. Das heißt, wir können hier mal abreißen und können hier eins näher gehen. So, dann können wir hier auch wieder mit einem schnellen die reinholen und hier langt vermutlich ein langsamer. So, dann brauchen wir mal wieder Bänder. Oh, Munition könnten wir uns auch mal wieder auffüllen. Tauschen wir das gerade aus. So, dann nehmen wir mal zwei Päckchen Bänder. Nehmen wir ein bisschen was wieder vorrätig. So, dann geht das bis dahin schon mal. Und hier setzen wir unsere Zahnräder raus. Kommen die auch noch auf das Band mit drauf? Und wir können jetzt unsere erste Maschine wieder bauen, die diese hier herstellt. So. Um die herzustellen, brauchen wir einen Inserter und für die brauchen wir auch einen. Also lassen wir die immer dann direkt von einer in die nächste Maschine durchreichen. Da werden wir auf jeden Fall hier nach oben noch weiter ausbauen müssen. Jetzt bauen wir aber erstmal das hier hin. Stromanschluss. Ah, die können wir ja gar nicht da drin bauen. Da brauchen wir ja so eine, weil die können ja nur maximal zwei Zutaten und wir haben ja drei. Die hier hinstellen und können die hier bauen.
So. Dann werde ich hier doch nochmal abreißen. Und werde dann hier etwas näher gehen. So. Zack. Haben wir das. Wobei die Frage ist, hier brauchen wir dann überall gar keine Zahnräder mehr. Das heißt, eigentlich können wir das doch ganz anders machen. So. Dann können wir das hier uns so anliefern lassen. Wo greifen sie an? Da haben sie angegriffen. So, also, hoppala, bisher hatten wir immerhin das Glück, dass sie immer nur dort angegriffen haben, wo ja auch ein Turm steht. Und der Part, der steht auch schon wieder am Ende. Und deswegen wünsche ich euch alles Gute und hoffe, wir sehen uns morgen wieder zum nächsten Part Factorio. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.